Saltillo. Vor nicht allzu langer Zeit noch ein kleines Städtchen im kargen Norden Mexikos. Heute leben im Großraum über 1 Million Menschen. Viele von ihnen sind in der Automobilindustrie tätig. Im Vorort Ramos Arizpe ist Mahle mit 5 Werken und mehr als 3000 Mitarbeitern vertreten. Sie fertigen Kolben und Filter, die später auf den Straßen Nordamerikas unterwegs sein werden. Aber auch Thermomanagement-Komponenten bis hin zu komplett montierten Kühlmodulen. Mahle legt großen Wert auf die Ausbildung der Mitarbeiter. Diese lehnt sich an das deutsche duale System an. Sie kombiniert Schule und Lehrwerkstatt. Die Ausbildung vermittelt Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und sie macht stolz auf das Erreichte. Es geht am Anfang darum, die einzelnen Abläufe zu verstehen, sie schrittweise umzusetzen und dann immer weiter zu perfektionieren. Die Anforderungen an Fachwissen, Qualität und Präzision sind für manche eine Umstellung. Über die Jahre wird deutlich, dass man durch die verschiedenen Schulungen immer mehr Erfolg hat und vorankommt. Das sehen die Kollegen und Freunde. Sie sind dann beeindruckt und wollen den gleichen Weg gehen. So wird die Mahle-Gemeinschaft in Mexiko auch außerhalb der Werkstore spürbar. Für die Familien werden über das Jahr hinweg zahlreiche Events wie Sommercamps, Läufe oder Nähkurse organisiert. Man spürt im Berufsalltag, dass man auch die Unterstützung der Familien bekommt. Denn die Familien erkennen, dass sie von den Werten, den Leistungen und dem Engagement der Firma profitieren. Unter dem Strich entsteht so ein starkes Team aus Mitarbeitern und Familien innerhalb von Mahle. Zusammenarbeit und das gemeinsame Streben nach Qualität und hochwertigen Produkten, das ist das Ziel von Mahle. In Mexiko wie auch überall sonst auf der Welt.